in wollüstiger Absicht. Also wenn es jemanden in der Straßenbahn irgendwie intensiv angeguckt hast und so, dann wurden da noch viele Menschen verurteilt. Was sind deine einprägsamsten Erlebnisse und Diskriminierung, die du erfahren hast? Zum einen bin ich in der Schulzeit, in der Oberschule, stark gemobbt worden, weil ich halt nie dem Rollenbild eines typischen Mannes entsprochen habe. Ich hatte lange Zeit eine sehr große Angst davor, eine Beziehung einzugehen. Für mich war es nie vorstellbar, in einer Bahn beispielsweise Händchen zu halten oder mich in der Öffentlichkeit zu küssen etc. Und daher habe ich mich lange Zeit anfänglich nur auf Sexdates getroffen und darüber hinaus, als ich begonnen habe, mich nicht mehr zu verstecken, sondern mich selbst auch mehr annehmen konnte, habe ich mich dann auch in meinem Kleidungsstil nicht mehr versteckt und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich auf offener Straße schon bespuckt worden bin oder dass Menschen mich verbal angegriffen haben. Genau. Hast du so eine Erfahrung schon mal in deinem Leben sammeln müssen? Ich mit Stefan in der Straßenbahn gesessen bin, wir haben kein Händchen gehalten, wir haben bloß ganz normalerweise normal miteinander geredet, wo wir jetzt demnächst aussteigen müssen, aber scheinbar am Tonfall hat er gemerkt, dass das ein schwules Paar ist, ist aufgestanden und dann ist ganz effeminiert nachgeäfft, so. Und wir waren da gesessen und haben gedacht, oh, hoffentlich kriegen wir jetzt nicht demnächst eine auf die Schnauze, aber es war dann nicht, an der nächsten Haltestelle ist er ausgestiegen und das war's. Diskriminierung heute und damals, hat sich irgendetwas geändert? Was sind deine Erfahrungen, also soweit du zurückblicken kannst? Vom Gesetzlichen her hat sich ja zumindest schon mal was gechanged, dass schwule Menschen oder generell queere Menschen Blut spenden dürfen, was ja eine lange Zeit nicht der Fall war, oder beziehungsweise wenn, dann nur an gewisse Vorgaben gebunden, oder dass gleichgeschlechtlich liebende Menschen heiraten dürfen, ist ja auch erst seit 2017 der Fall. Ich denke schon, dass es in der Gesellschaft auch mehr anerkannter ist. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass umso mehr Raum wir einnehmen, umso lauter und präsenter wir sind, wird der Gegenwind auch lauter und präsenter. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sich im großen Stil zumindest noch nicht so viel geändert hat. Ich finde, da gibt es ein schönes Sprichwort zu, ne? Die Geschichte lehrt uns Menschen, dass die Geschichte uns Menschen nichts lehrt. Finde ich sehr treffend dazu. Ja. Ja, wie war das bei dir, gerade mit der Erfahrung mit dem Paragraph 175? Ja, Paragraph 175. Wurde ja 1871, glaube ich, eingeführt, durch die Nazis dann verschärft, wurde dann noch Sodomie mit reingepackt und nicht nur bei schlafähnliche Handlungen wie ursprünglich, sondern in wollüstiger Absicht. Also wenn es jemanden in der Straßenbahn irgendwie intensiv angeguckt hast und so, dann konnte das schon passieren. War das schon ein Indiz und da wurden dann noch viele Menschen verurteilt. Direkt betroffen von dem Paragraph 175 war ich nicht, aber umgangssprachlich wurde ein Schwuler dann ein 175er. Und am 17.05. hatten die Schwulen Geburtstag. Also solche blöden Sprüche kamen da halt so. Wie ich dann mein Coming-out hatte, da gab es in Bamberg eine schwule Kneipe und da ging man hin, drückte auf den Knopf und dann ging die Klappe auf und dann hat jemand rausgeguckt, was du für einer bist und dann wurde vielleicht die Tür aufgemacht. So war das damals noch. Und wir sind gegen diesen Paragraph 175 sind wir auf die Barrikaden gegangen, haben große Demos gemacht, kann mich erinnern, eine Riesendemo hier in Berlin in den 80er, Anfang 90er Jahren. Und bedeutet LGBTQIA+ auch gleichzeitig, dass man politisch ist? Ich würde sagen, es ist ja eine Begrifflichkeit zur Identifikation für Menschen oder eine Menschengruppe.
um für Zugehörigkeit und Sichtbarkeit zu sorgen, um damit auch ganze Bewegungen benennen zu können, wo Menschen sich zusammentun, um für ihre Rechte einzustehen beispielsweise. Deswegen klares Ja. Ja, ich denke auch, da bin ich d'accord mit dir. Hast du nichts hinzuzuenden sozusagen? Ja. Okay. Was bedeutet für dich genderneutrale Sprache? Ist dieser Wandel wichtig und warum? Genderneutrale Sprache ist für mich sehr wichtig, um dafür zu sorgen, so wie wir beispielsweise Begrifflichkeiten haben wie LGBTQIA+, was ja auch einer ist, der sich immer mehr erweitert, haben wir in unserer maskulinen Sprache nicht alle Menschen, die darin inkludiert sind. Und deswegen habe ich es für mich selber auch ja, so angepasst, dass ich gendere bei meinem Sprachgebrauch und deswegen immer das Kürzel innen mit ranhänge oder bei gewissen Begrifflichkeiten wie Flinter oder LGBTQIA+ am Ende immer nochmal ein Sternchen mit hinzukommt, was darauf aufmerksam macht. Das kann sich erweitern, da sind noch mehr Menschen mit inkludiert. Ja. Ich muss sagen, da bin ich erst noch etwas am Anfang. Das ist mir noch nicht so geläufig, aber ich habe da grundsätzlich erstmal nichts dagegen und finde es auch gut. Was mich aufregt, ist diese ganzen Leute, die jetzt sagen, das macht unsere deutsche Sprache kaputt. Die verwenden selbst ganz viele englische Ausdrücke. Und das machen sie ganz selbstverständlich. Da wird die deutsche Sprache nicht kaputt gemacht, aber beim Gendern wird es kaputt gemacht. Also das ist für mich nicht logisch. Und es ist für mich ein Zeichen, dass es politisch gemeint ist, weil das aus der liberalen Ecke kommt. Und ja, da muss man dagegen vorgehen. So. Und Sprache ist ja auch was, was immer einem Wandel unterliegt. Ne? Wir ganz haben klar. Wahnsinnig viele Begrifflichkeiten, die wir heute nicht mehr verwenden, die früher aber eher genommen worden sind. Oder dass ja auch in der sensiblen Sprache diskriminierende Begriffe deswegen rausgestrichen werden. Und ja, gerade was du meintest, dass es die Sprache verhunzt, ist ja was, was aus gerade dem rechten Milieu, wo viel Hass und Hetze geschürt wird, immer lauter kommt als Gegenwind. Wenn beispielsweise auch ein Mario Barth, der sich als Mann identifiziert, ein T-Shirt trägt, wo drauf steht, ich gendere nicht, weil ich habe einen Schulabschluss. Und er selbst ist ja aber in diesen Begrifflichkeiten in unserer Sprache immer mitgemeint und hat es deswegen sehr einfach in seiner Form, so diesen Status einnehmen zu können. Ja, das ist ziemlich daneben. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, Paul? Ich sage ja immer, dass Menschen lernfähig sind. Sind sie auch, dass sie irgendwelches Wissen in sich reinschaufeln und daraus berufliche Vorteile haben oder so. Aber richtig mehr lernfähig sind die Menschen, glaube ich, nicht. Sonst wird es keine Kriege geben. Weil Krieg gibt immer bloß Leid und Tod. Und das Zweite wäre über großer Nationalismus und Religiosität. Das hat auch diesen Hang, dass man immer auf andere runterschaut und versucht, die zu deckeln und kaputt zu machen. Also auch da würde ich meinen Zauberstab nehmen und sagen, so Simsalabim gibt's nicht mehr. Und das Dritte wäre, dass ich mit meinem Mann ganz lang noch glücklich zusammenleben kann. Wünsche ich euch auch. Und du? Ich finde, Zauberstab hat es ganz gut getroffen, was du meinst. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir beim Topic Utopien anbelangt. Aber ich würde mir wünschen, dass kein Kind auf der Welt Angst davor hat, die eigene Sexualität auszuleben. Und dass es sich nicht dafür verurteilt fühlt, was es ist, wer es ist. Und dass die patriarchalen Strukturen auf jeden Fall durchbrochen werden, dass es keine Femizide mehr auf der Welt gibt. Und dass es Transmenschen in unserer Gesellschaft nicht mehr so schwer haben und nicht mehr um Anerkennung ringen müssen. Das wäre
mir persönlich eine sehr große Herzensangelegenheit. Da gehe ich mit. Ja. Das ist schön. Fantastisch gemacht. Darf ich dich einmal umarmen, Paul?